An diesem Wochenende, liebe faire Freunde, ist die Weltelite angereist hierher ins Glockhorst Performance Center. Allein 7 Olympiasieger, 7 Weltmeister sind dabei. Einen davon haben wir im Fokus und begrüßen zunächst einmal ganz herzlich den Olympiasieger aus London, Steve Gedda. Hallo. Für ihn lief es bisher gut. In den schweren Prüfungen war er, ich glaube, einmal Zweiter, einmal Fünfter. Der entscheidende Tag, Steve, kommt morgen. Der Fünf-Sterne-Grand Prix mit 450.000 Euro Gewinngeld. Hast du schon so einige Euros davon im Auge? Ja gut, muss sagen, bis jetzt läuft das Turnier sehr gut. Da waren alle meine 4 Pferde schon mal platziert und sind alle sehr gut gesprungen. So, bis jetzt läuft alles so nach Plan und es bleiben noch 2 schöne Springen. Heute da, das sein 55 mit Sternen, mit einem jungen Pferd, noch 8-Jähriger. Und morgen werde ich den Pai im großen Preis reiten. Sie ist bei mir noch ziemlich neu. Sie sprang, also das ist jetzt 4. Turnier zusammen. Sie sprang gestern sehr gut, war Doppel-Null im schweren Tor und werden wir sehen. Aber so jetzt auf Sieg planen ist vielleicht doch noch ein bisschen früh. Aber wir werden in jedem Fall kämpfen und schauen, ob Glück auf unserer Seite steht. Er wird kämpfen und wir werden dabei sein. Wir senden die Bilder live um den Globus. Und die Voraussetzungen hier, da noch kurz drauf zu sprechen kommen, sind einfach perfekt. Auch gerade als es eine Stunde stark geregnet hat, da konnte man unbeeindruckt die Prüfung beenden. Also für Reiter, für Pferde die optimalen Voraussetzungen, oder? Ja, das ist ja kein Problem. Es ist mehr für die Organisatoren oder für die Zuschauer schade, das Regen. Aber für uns Reiter, erstmal sind wir so gewöhnt und zweitens, wir können hier auch in der Halle reiten, abreiten und im Parkour sind wir ja nur 3 Minuten. Also von dem her ist es überhaupt kein Problem. Der Boden bleibt gut, so kein Problem. Das sind seine Anmerkungen zu den sportlichen Voraussetzungen. Vielleicht noch 1-2 Anmerkungen zum Abendprogramm. Ja, das macht immer Spaß hier. Wenn man mal fertig ist, dann muss man nicht groß planen. Man zieht einfach ein paar Jeans an und kommt hier in dem Riders Lounge, wo da immer Suppe oder vom Feinsten zum Essen gibt und dann immer noch super Sänger und ganze Show und es macht echt Spaß. Ja, es macht einfach Spaß, hierher zu reisen ins Glockhorst Performance Center. Es macht noch mehr Spaß, wenn man gute Erfolge mitnimmt in den morgigen Tag. Und wir drücken dann dem Olympiasieger Steve Gedda die Daumen. Vielleicht ist er dann morgen ganz, ganz vorne dabei. Ich hoffe es und wie gesagt, in jedem Fall war er oder ist hier ein super Turnier und ein großes Kompliment an ganze Organisatoren und hoffentlich, wenn nicht morgen, dann vielleicht nächstes Mal. Ja, und damit haben wir ja quasi schon die Zusage für das nächste Jahr, dann wieder dabei sein. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Steve Gedda.